Jüngst war bei mir ein großer Rummel, von Wien die ganze Hotwolle war eingeladen nach dem Bummel zu einem prächtigen Souper. Auch Polaks waren bei den Gästen, kaum waren sie fort, das hab ich gern. Da fehlten schon zwei Essbestecke, man soll mit Polaks nicht verkehren. Einst ging ich mit Herrn Polak speisen, beim Zahlen ließ er kennerisch. Vom Kellner in den Pelz sich helfen und legt zwei Schilling auf den Tisch. Zwei Schilling Trinkgeld, fragt erstaunt ich, er aber lacht, das zahl ich gern. Für einen Pelz, der gar nicht mir kehrt, man soll mit Pollacks nicht verkehren. Zu einem alten Bilderhändler kam einst Frau Polak en passant. Meint sie in schrecklich feinem Tonfall, ich möchte gerne ein Pendant. Verdutzt meint er, na ja, wozu denn? Doch schon ließ sich Frau Polak hören, das geht sie einen großen Schmarrn an, man soll mit Polaks nicht verkehren. Ein Herr erzählt von der Sahara, wie glühend heiß der Sand dort sei. In 2 Minuten käm zum Kochen im Wüstensand ein jedes Ei. Kaum hat der Redner ausgesprochen, da rief Herr Polak, meine Herren, wie soll man sich dort niedersetzen? Man soll mit Polaks nicht verkehren. Die junge Polak ist ein Mädel, entzückend schön und schick und fein. Ich fragte sie, ob sie mich gern hat, sie aber sagte stets nur nein. Doch je vollzog sich eine Wandlung und endlich ließ sie sich erhören. Heut war schon die Gerichtsverhandlung, nur soll man mit Polaks verkehren.